Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Kornhub. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende hinzu und damit wird es auch wieder Zeit für ein paar Special-Videos. In den nächsten Tagen bzw. 2 Wochen werden weniger Mods generell rauskommen, weil Urlaubszeit, Weihnachtszeit, ihr wisst Bescheid. Und deswegen möchte ich euch heute in diesem Video die Top 10 LS22 Maps 2023 auf Kornhub präsentieren. Wir haben hier wieder 10 Maps, die gerankt sind nach Views. Nicht nach Downloads, sondern einfach nach Views, was die Videos hier auf dem Kanal erhalten haben. Dazu erstmal ein paar harte Fakten von meiner Seite aus. Ich habe im zweiten LS, beziehungsweise jetzt ja fast dritten LS-Jahr, aber es ist ja das zweite LS22-Jahr, habe ich insgesamt 94 Maps für euch vorgestellt und von diesen 94 Maps sind das jetzt gleich die Top 10 gerankt nach Aufrufzahlen. Das ist nicht mein persönliches Ranking von Maps, sondern wirklich nur rein nach den Zahlen und selbstverständlich würde es mich auch interessieren, was waren denn eure Top-Maps, die dieses Jahr im Jahr 2023 rausgekommen sind. Schreibt das gerne in die Kommentare, lasst dabei Gelegenheit gerne noch ein Däumchen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und somit wünsche ich euch viel Spaß und let it go! Beginnen wir unsere Reise mit Platz 10, die LS22 Nordermarsch Map. Mit beeindruckenden 18.490 Views zeigt diese Kreation von LS Schleswig-Holstein die vielseitigen Möglichkeiten des modernen Landbaus. Verfügbar für PC und Konsolen entführt uns die Nordermarsch in eine Welt mit 123 Feldern, die den Kern der landwirtschaftlichen Vielfalt bilden. Eingebettet in eine idyllische Landschaft findet man auch hier einen großen Forst, der den Waldliebhabern unter euch sicherlich gefallen wird. 2 Höfe bilden das Herzstück der Map. Sie bieten nicht nur einen strategischen Ausgangspunkt für unsere landwirtschaftlichen Aktivitäten, sondern sind auch ein visuelles Highlight. Die Liebe zum Detail ist in jedem Winkel dieser Höfe spürbar. Und es gibt noch mehr zu entdecken. Neben der BGA 1 und 2, die für die Biogasproduktion stehen, könnt ihr euer Geschick auch im Fahrzeughandel, Management unter Beweis stellen. Mit 8 Verkaufsstellen, 9 Produktionen bietet die Nordermarsch Map reichlich Gelegenheiten, eure Produkte zu vermarkten und Profit zu schlagen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf den Tieren. Hühner, Schweine und Kühe beleben die Map und sorgen für realistische und lebhafte Atmosphäre. Die Integration von Saatgut und Dünger sowie das Precision Farming Feature runden das Ganze ab und bieten euch eine umfassende und realistische Landwirtschaftserfahrung. Kurz gesagt, die LS22 Nordermarsch ist eine Map, die nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Detailtiefe und Vielfältigkeit überzeugt. Ein wahres Paradies für jeden virtuellen Landwirt. Weiter geht es mit Platz 9 der LS22 Karpatenlandschaft, eine fiktive Map, die sich durch ihre 18.708 Views auf Kornhub auszeichnet. Erstellt von den talentierten Modder Mr. Hector entführt uns diese Map in die malerische Umgebung der Westslowakei, wo moderne landwirtschaftliche Praktiken auf traditionelle Landschaften treffen. Die Karpatenlandschaft zeichnet sich durch ihre 3 vorab platzierten Farmen aus, die ihr erwerben und nach euren Vorstellungen gestalten könnt. Die größten dieser Farmen ist ein wahres Meisterwerk und beinhaltet Kuh, Schweine und Pferdestall, ein Bauernhaus sowie ein großes Getreidesilo und sogar eine Werkstatt. Was diese Map besonders macht, sind die Sammlerstücke. 100 Holzspielzeuge, die über die gesamte Map verteilt sind und euch zur Suche einladen. Das Sammeln dieser Spielzeuge wird nicht nur durch eine finanzielle Belohnung, sondern auch durch ein einzigartiges Ausstellungsstück in eurem Bürogebäude belohnt. Mit 39 Feldern in verschiedenen Größen und Formen bietet die Karpatenlandschaft eine Vielfalt, die jeden Landwirt das Herz höher schlagen lässt. Zusätzlich könnt ihr euch auch in der Forstwirtschaft versuchen, denn es gibt 7 kauflich erwerbbare Waldparzellen. Die Map bietet zudem ein Zugsystem, mehrere Verkaufsstellen und sogar Produktionsstätten wie eine Bäckerei, eine Mühle und Molkerei. Jeder, der sich eine erweiterte und vielseitige landwirtschaftliche Erfahrung interessiert, wird in dieser Map seine Freude haben. Jetzt kommen wir zu etwas Besonderem auf Platz Nummer 8, die LS22 Paris Map. Die hat es geschafft, 19.637 Views zu erzielen. Diese von Vermeer Fu und JCD Modding erschaffene Map ist ein echtes Juwel für alle, die nach etwas Einzigartigem suchen. Stellt euch vor, ihr seid inmitten des pulsierenden Herzens von Paris, umgeben von ikonischen Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und dem berühmten Triumphbogen. Diese Map ist eine reine Fun-Map, die eine außergewöhnliche Erfahrung im Zentrum von Paris bietet. Hier geht es nicht
nicht um den traditionellen Ackerbau oder Viehzucht, sondern um das Eintauchen in eine Welt, die zeigt, was im Landwirtschaftssimulator alles möglich ist. Die Detailgenauigkeit und die Qualität der Gebäude und Umgebung sind beeindruckend und machen die Paris Map zu einer faszinierenden Demonstration der kreativen Möglichkeiten des Spiels. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Stadt der Lichter auf eine Art und Weise zu erleben, die ihr vorher nie möglich gehalten habt. Allerdings gibt es die Map nicht mehr zum Download, was sehr, sehr schade ist. Auf Platz 7 mit 23.310 Views haben wir die beeindruckende LS22 Nordgard Vierfach-Map von Warboss Buy. Diese Karte ist ein wahres Meisterwerk, die euch in eine faszinierende industrielle Region entführt. Hier in der Welt der LS22 Nordgard verbindet sich die Schönheit der Landwirtschaft mit der Herausforderung der Industrie. Auf dieser Map findet ihr eine erstaunliche Vielfalt. 53 Felder bieten euch zahlreiche Möglichkeiten für landwirtschaftliche Projekte. Die Landwirtschaft ist durchsetzt von über 127.000 Bäumen, was sie zu einem Paradies für Holzfäller macht. Die Infrastruktur der Nordgard ist beeindruckend und bietet 3 Biogasanlagen, vielfältige Karrieremöglichkeiten und 6 Städte sowie eine Gemeinde. 2 Zügen sorgen für effiziente Transportwege, was die Logistik und das Geschäft der Map enorm unterstützt. Der Seehafen ist ein weiteres Highlight, der den Export und Import von Gütern und Ressourcen erleichtert und somit den Wettbewerb und die Geschäftsmöglichkeiten fördert. Kurz gesagt, die LS22 Nordgard Vierfach-Map ist ein Ort voller Möglichkeiten und Herausforderungen, ideal für diejenigen unter euch, die nach einer Map mit Tiefgang und umfangreichen Möglichkeiten suchen. Platz 6 mit beeindruckenden 22.358 Views geht an die LS22 Alte Agrarlandschaft. Diese Map ist eine Weiterentwicklung der beliebten Version aus dem LS 17 und 19 und wurde von den talentierten Moddern von VS Ermerding geschaffen, um eine noch reichhaltigere landwirtschaftliche Erfahrung im LS 22 zu bieten. Die Map kombiniert traditionelle Landwirtschaftselemente und neue Innovationen. Über 30 integrierte Fabriken, ein vollständig gebauter Haupthof sowie nahegelegene Tiergehege bieten eine vielseitige und realistische Landwirtschaftsumgebung. Neben den 61 mittelgroßen Feldern und verschiedenen Waldflächen umfasst die Map auch eine Auswahl an neuen Früchten, wie Kichererbsen, Linsen, Mandeln und Pistazien. Die Modder haben dafür gesorgt, dass die Map vollständig kompatibel mit den Interactive Production Mod ist und sowohl das Precision Farming DLC als auch die Platinum Erweiterung vollständig unterstützen. Zusätzlich gibt es noch benutzerdefinierte Übersetzungen in mehreren Sprachen, was die Zugänglichkeit und den Spaßfaktor erhöht. Für Fans der früheren Version und neuen Spieler gleichermaßen ist die LS22 Alte Agrarlandschaft, ein Garant für stundenlange landwirtschaftlichen Spaß und eine tiefgründige Erfahrung. Auf Platz 5 mit 23.968 Views finden wir die LS22 The Valley The Old Farm von Black Sheep Modding. Diese fiktive europäische Karte besticht durch ihre Vielfalt mit 93 Feldern für Ackerbau oder Wiesen und 18 kaufbaren Waldstücken. Was diese Map so interessant macht, ist die Möglichkeit, sich in verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen zu engagieren. Von Getreideanbau bis über Viehzucht bis hin zur Forstwirtschaft. Hier ist für jeden etwas dabei. Hinzu kommt eine neu eingerichtete Gemüseproduktion im Stadtzentrum, die das Spektrum um Melonen und roten Salat erweitert. Ein besonderes Highlight ist die Einführung einer neuen Kultur, Luzerne. Diese Erneuerung bietet euch weitere spannende Möglichkeiten für eure landwirtschaftlichen Unternehmungen. Zudem stehen zahlreiche Verkaufsstellen zur Verfügung, um eure Ernten und Produkte gewinnbringend zu vermarkten. Die LS22 The Valley The Old Farm ist eine Map, die sowohl traditionelle als auch innovative landwirtschaftliche Aspekte vereint und euch als Spieler eine dynamische und abwechslungsreiche Erfahrung bietet. Mit 28.126 Views und auf dem beeindruckenden 4. Platz liegt die LS22 Fischtal V2, kreiert vom Modder Lukas G. Diese Map ist eine Hommage an die wunderschönen Wälder und Täler der bayerischen Landschaft und bietet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Landwirtschaft und modernen Produktionsmöglichkeiten. Die Map zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, mit über 50 Waldgebieten und 134 Feldern sowie 27 Wiesen. Die Spieler haben die Möglichkeit, 50 Brezen als Sammelobjekte zu finden und können aus einer Vielzahl von Verkaufsstellen und Holzpellets sowie Brennholzanlieferstellen wählen. Zusätzlich zu den Standardproduktionen bietet die Fischtal V2 über 30 Custom-Produktionen, die ein tiefgreifenderes und abwechslungsreicheres Spielerlebnis ermöglichen. Die Karte ist nicht nur für ihre landwirtschaftlichen Möglichkeiten bekannt, sondern auch für ihre 8 kleinen und großen Höfe sowie die ansprechende Gestaltung der Feldwege mit Schlaglöchern. Die LS22 Fischtal V2 ist eine wahre Freude für alle, die den Charme der bayerischen Landschaft genießen und gleichzeitig ein umfassendes landwirtschaftliches Abenteuer erleben wollen.
auf dem beeindruckenden dritten Platz mit 38.884 Views befindet sich die LS22 Burgenlandkreis-Map, geschaffen von Nob82 und Otti Peterle von NoModding. Diese Karte ist eine detailgetreue Nachbildung der Region im Süden von Sachsen-Anhalt und bietet eine perfekte Mischung aus ländlichen Charme und moderner Landwirtschaft. Die Burgenlandkreis-Map beinhaltet 64 Felder inklusive Wiesen sowie 19 Waldparzellen, die eine vielseitige landwirtschaftliche Tätigkeit ermöglichen. Besondere Merkmale sind die Videokassetten als Sammelobjekte, die über die Map verteilt sind und eine einzigartige Herausforderung darstellen. Verschiedene Bauernhöfe wie der Kuhhof Griebendorf oder die Schweinemast Jannisroda bieten umfassende Möglichkeiten für die Viehzucht. Zusätzlich gibt es zahlreiche Produktions- und Verkaufsstellen, die ein dynamisches Wirtschaftssystem auf der Map schaffen. Auf der Burgenlandkreis erleben Spieler eine faszinierende Kombination aus traditioneller Landwirtschaft und modernen Produktionstechniken, eingebettet in eine sehr liebevoll gestaltete Landschaft. Mit einer beeindruckenden Anzahl von 44.307 Views nimmt die LS22 Rehbach vor Mörderkalle den zweiten Platz ein. Diese fiktive Map, angesiedelt in einem kleinen Dorf in Mittelhessen, bietet eine reiche und detaillierte landwirtschaftliche Erfahrung. In Rehbach erwarten euch 6 individuell gestaltete Bauernhöfe, 12 Feldscheunen, 29 Felder, 12 Wiesen und 9 Forststücke. Jeder Hof hat sein eigenes Spezialgebiet, von Kuh- und Schweinezucht bis hin zur Schafhaltung, und bietet somit eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Map enthält auch ein erweitertes Baumenü, neue Produkte wie Handkäse mit Musik, eine lokale Spezialität sowie Zwiebeln und einen Strebergarten am Dorfrand, der aufgebaut werden kann. Diese Elemente bereichern das landwirtschaftliche Erlebnis und bieten zusätzliche Produktionsmöglichkeiten. Mit ihrer Vielzahl an Tieren, Feldern und Produktionen ist die Rehbach das perfekte Beispiel für eine Map, die traditionelle Landwirtschaft mit modernen Elementen verbindet. An der Spitze unserer Liste mit herausragenden 58.739 Views steht die LS22 Galgenberg-Map vom Modder Yogi. Diese Karte, die in Kirchen in einem Teilort von Ehingen, Donau, am Rande der Schwäbischen Alb gelegen ist, zeichnet sich durch ihre authentische landwirtschaftliche Darstellung aus. Galgenberg besticht durch den originalgetreuen Nachbau eines großen Hofes und die detailgetreuen Straßenverläufe. Sie bietet insgesamt 7 bespielbare Höfe und einen zusätzlichen Bauplatz für eigene Bauvorhaben. Mit 100 Feldern, Wiesen und Forstgebieten bietet sie eine umfangreiche Palette von landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Zu den Besonderheiten der Map gehören vielfältige Verkaufsstellen, kleinere Produktionen wie Strebergärten oder Apfelplantagen, eine kleine BGA und ein Pferdehof. Die Map ist zudem für das Precision Farming DLC vorbereitet und bietet nach dem Änderungsprotokoll Version 2 neue Inhalte wie Mühlen, zusätzliche Fruchtsorten und verbesserte Funktionen, was die Spielerfahrung noch reicher und abwechslungsreicher macht. Die LS22 Galgenberg ist eine Map, die für ihre Liebe zum Detail, ihre Vielfalt und ihre landwirtschaftlichen Herausforderungen geschätzt wird und bietet ein erstklassiges Spielerlebnis für alle Landwirtschaftssimulator 22 Fans. Jo, das war's, meine Freunde. Wir haben die Top 10 LS22 Maps des Jahres 2023 auf Kornhub durchgelaufen. Von idyllischen ländlichen Gebieten bis hin zu innovativen und herausfordernden Landschaften. Diese Maps zeigen, wie vielfältig und faszinierend die Welt des Landwirtschaftssimulators doch sein kann. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Erstellen des Rankings. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert auch gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Teilt eure Meinung und eure Lieblingsmaps, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Und bevor ich das Video hier beende, natürlich nochmal einen großen Dank an alle Mapper und Modder im LS-Bereich da draußen, dass ihr uns diese Karten kostenlos zur Verfügung stellt und somit natürlich auch diese Art von Videos hier überhaupt ermöglicht. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich bin raus. Tschüssikowski. Tschüss.